So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Purpur, wo heute mit dem heutigen 13. September 2023 ein neues Abenteuer hier beginnt. Beziehungsweise, wir machen ja sag einen Schulausflug. Oh ja, wir machen einen Schulausflug in die bisher abgeschwärzte bzw. sehr steinige Seite der Paldea-Region, wo nun das Kitakami-Dorf und Umgebung jetzt, erschienen ist. Wir, an einem Volksfest daran teilnehmen werden. Wir dann, gleich zu Anfang natürlich unser Pokémon-Team ein bisschen umändern werden, weil wir brauchen ja sicherlich, keine Pokémon auf Level 100 bei diesem Abenteuer mit. Da werden wir uns sicherlich, von der Box her ein paar aussuchen, die auf Level 50 oder so sind. Geht dann natürlich auch. Ich muss mir natürlich, auch nochmal das spezielle Mew für das Mewtwo-Event, muss ich, natürlich auch nochmal runterladen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Bisher gab es natürlich immer wieder andere Spiele, die mich im Gegensatz zu Pokémon Purpur in letzter Zeit mehr interessiert haben. Hm. Aber nun, da, das erste DLC erschienen ist, die türkis-grüne Maske, denke ich, werde ich mich auch jetzt ein bisschen mehr mit Pokémon Purpur wieder einmal beschäftigen. Denn es gibt natürlich ja auch mal wieder ein paar neue, naja, kostengünstigere Möglichkeiten, sag ja auch, die Werte der Pokémon zu erhöhen. Mit ein paar Mochis. Aber mehr dazu auf jeden Fall, wenn wir erstmal in der Kita, im Kitakami-Dorf angekommen sind. So oder so. Neue Kleidung hatten wir jetzt dann natürlich ja auch gekriegt. Dadurch, dass ich ja sowieso die Vorbestellung bzw. das DLC gekauft habe. Aber das ist beim besten Willen Müll. Ja, die Kleidung, die man dabei kriegt, ist also beim besten Willen nicht sehenswert. Daher ist es auf jeden Fall auch schon mal ziemlich gut, dass wir wohl erstmal einen Anruf kriegen, bringen. Hallo Phantomart, ich bin Jim. Wie geht's? Wie steht's? Hallo Senior Jim. Entschuldige, dass ich so einfach anrufe. Du bist sicher schwer beschäftigt. Aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich so, dass unsere Akademie jedes Jahr zu dieser Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmer ausgewählt. Dieses Jahr geht die Reise in die östlich gelegene Kitakami-Provinz. Da sie ziemlich weit weg liegt, ist die Anzahl der Teilnehmer diesmal besonders beschränkt. Du hast also echt Glück, dabei zu sein. Komm bitte in die Eingangshalle der Akademie. Dort erhältst du dann alle weiteren Details. Oh, und du wirst natürlich nicht zur Teilnahme gezwungen, aber das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Also nur keine falsche Scheu. Na dann, wir sehen uns. Gut, das Einzige, was er sagt, naja, aufgrund des DLCs jetzt, interessant oder besser aussieht. Moment. Ist natürlich unser neuer Rucksack. Denn zuvor hatten wir, naja, den Standard-Akademie-Rucksack. Da gab es bisher, aus meiner Sicht, nichts Besseres. Wir hatten mal einen Leinen-Rucksack vor längerer Zeit auch mal gekauft, aber der sah, auch recht bescheuert aus. Der neue Akademie-Rucksack wiederum, eine Kombination aus Schwarz und Weiß, gefällt mir da wiederum, um einiges besser. Passt, auch zu unserem Outfit. Aber wie schon gesagt, in der Kitakami-Provinz kriegen wir natürlich auch eine Maske eines Ogapons. Das hat man ja sowieso auch schon mal ein paar Mal gesehen. Ja, das hatte man sowieso schon ein paar Mal gesehen gehabt in den Trailern. Aber jetzt wollen wir doch mal kurz auf der Karte mal sehen. Die Kitakami-Provinz müsste jetzt eingezeichnet sein. Moment. Nein, ist er, noch nicht eingezeichnet. Ist aber, trotzdem das Gebiet hier. Das hier ist die Kitakami-Provinz. Und die wird dann anscheinend wohl doch erst freigeschaltet, wenn man erstmal ja an der Schule wieder ist. Nun denn, wie dem auch sei, unsere aktuellen Pokémon hier sind auf jeden Fall, denke ich, für dieses Abenteuer ein bisschen zu stark. Das ist natürlich klar. Wir brauchen es jetzt hier, um das DLC zu spielen, keine Pokémon auf Level 100. Gehe ich jedenfalls von aus. Ach, übrigens, mir ist da noch etwas eingefallen. Du
Drückst du auf den linken Stick, wenn du ein Pokémon aus dem Pokéball gelassen hast, bewegt es sich nicht von der Stelle. Das ist so nützlich, wenn du in Ruhe Fotos von ihm machen möchtest. Ah ja, das ist jetzt dann natürlich auch eine Neuerung. Mhm. Das ist natürlich auch eine Neuerung, dass man jetzt, sagt, bessere Fotos knipsen kann. Aber wie dem auch sei, wie dem auch sei. Was wollen wir jetzt, hier mal nehmen? Ich hatte, sowieso auch schon etliche Garados, auch mal gefangen. Weil ich ihm natürlich das idealste Garados, mal nehmen wollte. Hm. Tja, welche Pokémon nehmen wir dann aber jetzt, am besten mal mit für unser Abenteuer in die Kitakami-Provinz? Naja, ohne Zahn passt der Sack jetzt perfekt. Obwohl, Kettenor auf Level 79? Können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Tja, Moskoi. Nehmen wir dann Sack auch mit. Nun ja, Nightwalker bewegen wir jetzt erstmal hier weg. Baran, nee, bewegen wir auch erstmal hier weg. Yami kommt also auch mal weg. Garados war, sagt, noch nicht fertig. Monetigo bräuchten wir jetzt, sagt, hier auch nicht mit. Aber wie schon, warte mal. Ach, Moskau ist noch in einem anderen Kampfteam drin. Aber trotz allem, Moskoi, du kommst ja sag gleich mit. Komme, was wolle. Du, für was für ein Kampfteam hatte ich es noch drin gehabt? Ach ja, ohne Zahn nehmen wir dann sag auch mit. Ansonsten können wir ja sowieso sicherlich sag noch die eine oder andere Anpassung vielleicht vornehmen. Obwohl, Dino. Ja, wir könnten eigentlich auch eher Dino mitnehmen. Wäre doch jetzt auch nicht verkehrt. Oder wir nehmen Ra. Ein Elektro-Pokémon haben wir jetzt immerhin drin. Wir müssen jetzt bloß das getragene Item verstauen. Ansonsten können wir es sehr schnell verlieren. So, welches Pokémon nehmen wir dann, sag jetzt auch noch mit? Joker auf Level 88 wäre ein bisschen zu heftig. Nein, das war, sag nicht Red Samurai. Das war jetzt, sag eigentlich auch nicht das Grand Forgetter, was ich, sag so immer benutzt habe. Hm. Wenn man natürlich mal überlegen will, welche Pokémon man mitnehmen will. Naja, dann nehmen wir halt, sag noch den Eisenkrieger mit. Dann haben wir, sag auch noch ein Feen-Pokémon für die Kitakami-Region. Ist dann auf alle Fälle, sag ein Team, was dann auf jeden Fall nicht gerade so heftig jetzt ist. Dann eine andere Sache, sag ja noch, wie ihr eben ja sowieso gehört habt, habe ich ja sowieso noch nicht das Mew, was man sag gratis kriegen kann, noch nicht mitgenommen.
Wir müssen erst auch noch Mew mitnehmen. Tja, unser eigenes Mew. Jetzt muss ich also bloß mal sehen, wie war das Passwort, der sagt noch. Get your Mew. Okay, holen wir uns. Dann haben wir, er sagt, noch einen anderen Begleiter auch noch für unser Abenteuer. Ob das, er sagt, jetzt eigentlich so richtig ist? Sah jetzt irgendwie falsch aus, was ich jetzt geschrieben habe. Gut, doch, das mysteriöse Pokémon Mew. Wenn ich Herzog bitten darf, damit hätten wir jetzt unser Team für das Abenteuer in der Kitakami-Provinz jetzt Herzog vollständig. Würde ich mal sagen. Hallo, Genesis. So, überprüfe dein Pokémon-Team. Gut, gut. Ach, du bist gerade mal auf Level 5. Aber bist du ja so ein Stahl-Pokémon? Naja, nicht so ganz ideal. Aber ja, ich denke, sag mal, wir können das, sag so, nutzen. So, wie konnte ich jetzt, sag noch deinen Namen ändern? Okay, Mew heißt also Mew. Wir können, sag dabei jetzt, sag keinen Spitznamen ändern. Schade. Wirklich schade. Die Funktion zum Spitznamen ändern fehlt da. Na gut. Habe ich dann jetzt vielleicht noch ein paar Bonbons übrig? Für Mew? Habe ich da noch irgendwas? Ist er sagt wirklich schon ziemlich lange her, wo ich hier was gemacht habe. Na, geben wir ihm dann erstmal die Heil... Nein. Mal sehen, ein paar Geniefedern. Ist nicht gerade sehr gut. Die Mäßigminze können wir ihm auch noch geben. Naja, es sind, er sagt beim besten Willen, er sagt nicht gerade die besten Items, die wir jetzt, er sagt, hier geben können. Sind der Sack jetzt, wie ihr sehen könnt, bloß noch unsere Reste. Ja, wie ihr sehen könnt, sind es Sack jetzt bloß noch unsere Reste, die wir noch in unserem Beutel hatten. So, und jetzt, damit es sowieso auch noch einsatzbereit ist für unser Abenteuer, haben wir natürlich jetzt erst auf Level 62 gebracht. Amnesie brauchen wir nicht, Staffette brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Antikraft, ja, die können wir, sag schon, eher benutzen. Ränkeschmied ist natürlich jetzt, sag auch nicht verkehrt. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass Mew sogar noch Psychokinese oder sowas lernen würde. Aber egal. Wir haben jetzt unser Mew hier mit dabei. Kommt dann erstmal an die Spitze. Sieht dann jetzt sowieso auch ziemlich gut aus. Tja, Mew. Jetzt bist du mit dabei. Und damit würde ich mal sagen... Abenteuer Kitakami
Möge dann aber auch jetzt wirklich beginnen. Hat zwar jetzt also wirklich also ein bisschen Zeit gebraucht. 15 Minuten mit Gesabbel und Vorbereitung. Aber hey, ich denke, sag mal, für unser kleines Abenteuer haben wir jetzt ein recht interessantes Team zusammengestellt aus den Pokémon, die wir haben. Und werden dann mal, sag auch einige gute Abenteuer, glaube ich, bestreiten. Ansonsten ist es ja eigentlich auch sowieso auch ein bisschen schwachsinnig, muss man eigentlich auch im Allgemeinen sagen. Man ist ja, sag, so gut wie gar nicht in der Schule hier unterwegs, muss aber trotzdem, sag, mit den Schulklamotten herumlaufen. Und generell das Winteroutfit und der sagt die Handschuhe und der sagt die Schuhe und natürlich er sagt Stirnband und Brille und jetzt natürlich auch unser neuer Rucksack sind natürlich sowieso ideal. Der Schüler für die Exkursion, Jim meinte, er wäre hier. Hallo, ich bin's. Moment, bist du etwa? Ja, du bist es. Du wurdest doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war dein Name noch gleich? Hi, ich bin Phantom Heart. Ah, Phantom Heart, na, du steckst da voller Energie. Welch eine Ausstrahlung. Oh, du hast ja einen Terra-Kristall-Orb. Das sollte mich wohl bei den Schülern der Akademie hier in Paldea nicht überraschen. So reich an Ressourcen wie diese Region ist. Und aus welcher Region kommt sie? Oder handelt es sich bei dir etwa um einen besonders talentierten Schüler? Ach, entschuldige bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ah, Miss Brianna, entschuldigen Sie die Verspätung. Oh, du bist ja auch schon hier, Phantom Heart. Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gern mitkommen. Oh je, Verzeihung, Miss Brianna. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nun, wie du eben gehört hast, lautet mein Name Brianna. Ich bin Lehrerin an der Blaubeerakademie. Diese Schule liegt in der Einer-Region. In der Einer-Region? Und Miss Brianna ist dort für den Lehrplan zuständig. Die Blaubeerakademie liegt also in der Einer-Region. Das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Information. Soll das jetzt bedeuten? Nebenbei mal angemerkt. Ihre Augen sehen, er sagt, nicht gerade sehr, sehr lebendig aus. Aber wie dem auch sei. Das bedeutet dann eigentlich jetzt auch, dass man schon ein klitzekleines bisschen das jetzt schon mal verraten hat. Yo, im Jahr 2024 erwarten euch Remakes zu Schwarz und Weiß. Der Einer-Region. Generation 5. Dieses Jahr betreut die Blaubeerakademie die Exkursion. Da bin ich gekommen, um dich abzuholen, Phantom Heart. Die Kitakami-Provinz ist für ihre Ländlichkeit berühmt. Sie mag etwas abgelegen sein, birgt aber auch ein paar wundersame Geheimnisse. Es wurde dort sogar dieselbe Energie wie die der Terra-Kristallisierung hier in Paldea nachgewiesen. Bedeutet das, dass jetzt wiederum die Kitakami-Provinz liegt eigentlich überhaupt nicht in Paldea? Ich freue mich bereits darauf, das näher zu erforschen. Also neben meinen Pflichten als Betreuerin, versteht sich. Irgendwann würde ich ja auch nur zu gerne mal den Schlund von Paldea erkunden. Ah, also, dafür bräuchten Sie Erlaubnis der Pokémon-Liga und vom Direktor Clavel. Selbstverständlich, dessen bin ich mir bewusst. Ich habe mein Gesuch bereits eingereicht und hoffe auf eine erfreuliche Antwort. Hm. Oh, entschuldige, Phantom Heart, da haben wir doch einfach über deinen Kopf hinweg gequatscht. Ach, macht nichts, ist nicht das erste Mal. Um wieder auf deine Exkursion zurückzukommen, sieh diese Reise einfach als eine Schatzsuche jenseits von Paldea an. Was für eine Gelegenheit. Sagst du mir bitte kurz dein Smart, Rotom, dann aktualisiere ich fix deine Pokédex-App. Okay, Kitakami-Provinz wird also gleich eingezeichnet. Aktualisiert. Kitakami Pokédex erweitert. Und fertig. Jetzt kannst du auch all die Pokémon registrieren, denen du in Kitakami begegnen wirst.
Die Erlaubnis deiner Mutter haben wir bereits eingeholt, keine Sorge. Deinem Abenteuer steht also nichts mehr im Weg. Viel Spaß und gute Reise. Tja, dann geht es jetzt also los. Und bitteschön, welche Lehrerin hat er gesagt, so eine rote Latexhose an? Senior Jim ist wahrlich eine Seele vom Mensch. Seine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Also dann, Phantom Heart, es ist ein weiter Weg bis zur Kitakami-Provinz. Die erste Etappe legen wir per Flugzeug zurück und dann geht es mit dem Bus weiter. Gib mir bitte Bescheid, sobald du bereit bist, nach Kitakami aufzubrechen. Naja, obwohl die rote Latexhose wird er sogar auf jeden Fall wegen Pokémon Karmesin sein. Aber gut, Miss Brianna aus der Einal-Region, legen wir los. Bist du bereit für deine Reise in die Kitakami-Provinz, Phantom Heart? Ja. Sehr schön, sobald der Rest der Truppe eintrifft, brechen wir auf. Mir wurde gesagt, dass die Teilnehmer per Los ausgewählt wurden. Ist also möglich, dass ihr euch heute zum ersten Mal seht. Als Betreuerin ist euer Wohlergehen natürlich meine absolute Priorität. Doch ich hoffe auch, selbst etwas aus dieser Reise ziehen zu können. Eine neue Hose. Da fällt mir ein, ist dir das Purpurbuch ein Begriff? Ja, das sagt mir was. Kein Wunder, es ist schließlich das bekannteste Esoterikbuch des Jahrhunderts. Bei dem Verfasser dieses Buches, Alondo, handelt es sich um meinen Vorfahren. Da habe ich das Privileg, im Besitz eines Originalmanuskripts zu sein. Ah, interessant. Da steht dann also sicherlich mehr drin, als das, was in der Schule ist. Sieh mal, in der veröffentlichten Printausgabe sind diese Seiten verschmiert und kaum lesbar. Als ich mir allein wiederfand, okay, die Seite kennen wir doch, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahllosen, geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelstein. Seiner Gestalt glich dieses etwa einer Scheibe. Wenn ich mich eigentlich recht entsinne, hatten wir das Ersack auch selbst übersetzen können. Ich gebe diesen... Okay, das haben wir Ersack, glaube ich, nicht gelesen, oder? Ich gebe diesen Wesen vorläufig den Namen Terrapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz seines Körpers um die Ursache davon handeln, dass Pokémon kristallisieren und leuchten. Okay, diese Seite kennen wir nicht. Darauf abgebildet ist ein Pokémon namens Terrapagos. Es handelt sich dabei um ein rätselhaftes Pokémon, dem Alondo begegnete, als er in die tiefsten Tiefen von Zone 0 vordrang. Die meisten Menschen halten das jedoch für nichts als Unsinn. Mein Traum ist es, Terrapagos zu finden und zu beweisen, dass Alondo die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nicht die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Naja, das wird dann wohl ein Winterausflug werden. Aber das macht nichts. Ich konzentriere mich auf das, was ich im Moment tun kann. Hey, Miss Brianna, wir sind bereit. Sehr schön, damit werden wir vollzählig. Also dann, alle miteinander, brechen wir auf nach Kitakami. Juhu! Kitakami müsste dann theoretisch schon eher in der Sinnoh-Region irgendwo liegen. Würde ich dann mal meinen. Oh, ein Dragoran fliegt mit. Dino, komm sofort zurück an den Pokéball. Wenn ich bitten darf. Ah, der Schatz von Zone 0. Teil 1, versteht sich. Die türkisgrüne Maske. Nett. Gefällt mir. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind da. Boah, mein Hintern tut richtig weh vom langen Sitzen. Erst der Flieger und dann noch der Bus. Haha, ja, das war wirklich eine lange Reise. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind noch alle da? Yo! Wenn das so ist, willkommen in Kitakami. Hier werden wir während unserer Exkursion die Zeit verbringen. Oh, Felinus. Janmas. Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Miss Brianna, mir geht's nicht so gut. Oh je, du Ärmster, es wird wohl die Reisekrankheit sein. Dann lass uns erstmal eine Pause einlegen und die schöne Landschaft genießen. Waschlappen.
Phantom Heart, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Ja. Nein. Könntest du dich schon mal nach Midoriya aufmachen, um den Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ankunft uns zu unterrichten? Und sag ihm bitte auch, dass wir jemanden dabei haben, dem es nicht so gut geht. Wird gemacht. Wunderbar, danke dir. Ich kümmere mich derweil um unseren Patienten. Ach ja, Kitakami. Ein Ort, der dann, er sagt, doch nicht in der Paldea-Region liegt anscheinend. Na gut. Dampfwalze. Dann erstmal das wilde Yanma. Level 56. Ich glaube, mit dem Team, was wir jetzt hier haben, sind wir, er sagt, doch einigermaßen gut aufgestellt. Wir hätten aber, glaube ich, vorher mehr Flottbälle kaufen müssen. Tja, Yanma, das Libellen-Pokémon. Es kann in alle Richtungen sehen, ohne seine großen Augen zu bewegen. So nimmt es Feinde und Beute auf Anhieb wahr. Eigentlich hätten wir jetzt auch... Eigentlich hätten wir jetzt auch eher unsere ganzen Pokémon austauschen können. Für die Pokémon, die wir jetzt natürlich hier in der Kitakami-Provinz ja fangen. Das wird euer Sack jetzt auch interessant. Tja, Pfiffien. Es jagt Beute im Rudel nach, ist diese erschöpft, bringt es sie zur Strecke. Stürzt Pfiffien jedoch auf Widerstand, greift es auch mal die Flucht. Naja, aber wir bleiben jetzt doch erstmal mit den Pokémon dabei, die wir jetzt hier auch haben. Ein paar weitere werden wir zwar jetzt sowieso noch fangen. Aber dann geht es also gleich auch wirklich ins Dorf Midoriya. So, Wommel. Mit seinen langen Rüssel saugt es Blütenstaub und Nektar auf. Wenn es satt ist, lagert es den restlichen Blütenstaub in seinem Fell. Gut. Naja, generell müssen wir eigentlich diesen Part jetzt auch ein bisschen länger machen. Tja, ein bisschen länger müssen wir den Part wirklich machen. Und wundert euch nicht, dass ihr jetzt noch einen Meisterball habt. Dieser Meisterball, den hatte ich, sag mal, bei einem nicht ganz legalen Pokémon abgenommen. So, Weberak. Einige Fischer knüpfen sich aus seinem robusten Faden Netze, mit denen es dann Fisch-Pokémon fangen. Auch interessant. Auch interessant, aber wir wollen jetzt eigentlich jetzt eher mal sehen, was für weitere Items wir jetzt hier noch finden können. Wartet mal, was... Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Wir können ja gerne hier sogar auf Miraidon hier reiten. Oder habe ich jetzt erst auch diesen Knopf vergessen? Wenn du innerhalb der Karte die L-Taste oder die R-Taste drückst, kannst du zu einer anderen Karte wechseln. Orte mit einem Flügelsymbol kannst du per Flugtaxi erreichen, auch wenn du dich gerade nicht auf derselben Karte wie diese befindest. Okay, das ist der Gefährtenplatz. Hier ist der Rachen des Oni. Hier ist der Kristallsee.
Die Hornschlucht? Die Wisterienfelder? Die Paradiesebene? Der Inferno-Pass? Oniyama? Das Kitakami-Kulturzentrum? Ja, interessant. Mündungsufer. Naja. Hihi, meine Pokémon sind richtig schön rund und lassen sich ganz einfach hochheben. Tja, Festjunge Kazuaki fordert dich heraus. Also allein von dem Namen her gehen wir jetzt wirklich einfach mal davon aus, wir befinden uns hier irgendwo in der Nähe der Sinnoh-Region. Und Mew? Setze die Lichtkanone ein. Das ist für ein Pokémon wie Kleinstein beim besten Willen der Sack ausreichend. Ui, ihre Schwachpunkte sind wohl auch ganz einfach rauszuwinden. Tja, was soll's. So aktuell vermisse ich es aber wirklich, er sagt. Total. Mit unserem Miraidon, er sagt, zu reisen. Aber gut, wir müssen jetzt natürlich auch nicht jedes Pokémon jetzt fangen. Bei den Bollen auf seinem Kopf handelt es sich um Sinnesorgane. Begegnen sich zwei Strafwickel, reiben sie diese zur Begrüßung aneinander. Tja. Jedem das Seine. Aber gut, einen weiteren Superball haben wir jetzt auch. Eine Höhle jetzt, der sagt hier ebenso? Okay, Kleinstein. Tja, und mehr jetzt hier nicht. Tja, eine Erkundung hier und dort schadet ja generell ja nicht. Aber es würde jetzt nun wirklich ein bisschen schneller gehen, hätten wir Miraidon. Nun denn, dann gehen wir jetzt nochmal in die andere Höhle hier. Ränkeschmied. Na gut, dann würde ich jetzt auch wirklich gleich mal so sagen, was das dann jetzt sowieso auch mit unserer kleinen Erkundung hier. Ansonsten können wir nochmal übers Reisfeld, wie es aussieht, nicht gehen. Aber wir nähern uns so oder so langsam der Provinz an.
Genau, du bist aus Paldea, stimmt's? Ja, stimmt genau. Festmädchen Mayu. Mit ihrem kleinen Gehweiher. Mal sehen, wie wär's mit ein bisschen Antikraft? Reicht ja natürlich aktuell vollkommen. Okay, Klingplim brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht hier. Mit Mew bekämpfen. Dann geben wir jetzt halt ein bisschen an mit dem Eisenkrieger. Was ich mich eigentlich jetzt hierbei sowieso oft frage, werden wir hier eigentlich auch auf Pokémon der Hisui-Region treffen? Damit habe ich ja sowieso schon längst meine Hoffnung gehabt. So, kämpfen wir also in Paldea. Es wäre zwar natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, aber könnte ja natürlich sein. Ist ja natürlich eine komplett andere Region. Jetzt kämpfen wir noch gegen den Typen. Felino ist so blau und süß, findest du nicht auch? Okay, die haben jetzt halbstarkes Shinsaku. Hat also jetzt einfach bloß ein Felino. Da drüben war jetzt ein Palimpalim. Okay, das war jetzt, sag mal, nicht gerade so stark. Aber bis jetzt haben wir auch wirklich bloß ein paar klitzekleine Vorbereitungen gemacht. Sind ja gerade mal jetzt in der Kitakami-Provinz angekommen, haben aber noch lange nicht das Dorf erreicht. Und nebenbei her bloß so ein paar klitzekleine Pokémon-Kämpfe bestritten. Die jetzt auch nicht gerade der Rede wert waren. Ich hingegen bin wohl grün. Grün hinter den Ohren.